Alles klar, ich bin tatsächlich gelandet in Las Vegas. Das Projekt 2015, Main Event, volles Programm. Ich bin da, ich bin in der Stadt nach einer Anreise. Das wäre für jeden von euch da draußen, bin ich mir sicher, der absolute Albtraum. 27, 28 Stunden unterwegs. London umsteigen, New York umsteigen und dann irgendwann in Las Vegas, aber ein Trip vom Allerfeinsten. Wäre es nur ein schnarchender Dicker gewesen, dann sage ich ja nichts. Ne? Aber wenn um mich herum nur geschnarcht und ja, man auch die ein oder andere Brise Körpergeruch bekommt, es ist, ja, it's like a little problem for me. Aber wir sind da. Unglaublich, ich habe es geschafft, ich kann selber noch nicht glauben. Dann habe ich diesen Mietwagen natürlich geholt. Also allen, die jemals hier nach Las Vegas kommen wollen, ich kann euch nur empfehlen, ja, ihr braucht einen Mietwagen. Aber auch das lief bei mir nicht ganz reibungslos. Ja, nachdem ich die Mietwagengesellschaft dann endlich gefunden habe am Flughafen, ja, dann war es ein bisschen problematisch, denn das Auto, welches ich gebucht habe, das war so ein Mittelklassewagen, so kleiner Fünftürer. Das gab es dann natürlich auch nicht mehr. Ne? Und jetzt habe ich diesen kleinen Dodge hier. Also sieht von außen aus wie ein Frauenauto. Ich sage euch, wie es ist. Ja. Der Frau hat es gefallen. Ich habe gedacht, das kann ich nicht nehmen, das Ding. Ja? Wir sind hier in Las Vegas. Da will man auch mal ein bisschen, ne? So, wisst ihr doch, was ich meine. Ne? Ich meine, so ein Mustang. Das wäre was gewesen für mich. Ein Mustang. Ja, ich kann euch nur sagen, in den nächsten Tagen kommt einiges auf euch zu. Vor allem aber ja, auf mich. Man sieht schon am Patch, das bedeutet, es wird gespielt. Und zwar, ja, das Main Event der WSOP. Und da sehe ich auch gerade das Rio. Unglaublich, ihr seht es nicht, aber vielleicht könnt ihr es gleich noch erkennen, wenn wir ein Stückchen weiter sind. Da vorne wird es stattfinden, das Main Event 2015 für mich. Und zwar übermorgen. Am Montag geht es für mich los, ja, am letzten Starttag. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich eine lange Reise vor mir haben werde. Werde natürlich auch noch jetzt vorher schon das Rio erkunden. Ich kenne es ja schon. Ich meine, ich war fast jedes Jahr eigentlich ausschließlich da drüben in diesem wunderschönen Casino. Und werde aber trotzdem natürlich nochmal vorbeigucken und mir die Lage auch mal so, das Gefühl, die Stimmung. Und vielleicht spiele ich auch noch ein kleines Daily im Rio, damit man sich auch mal noch ein bisschen akklimatisiert. Ich bin gespannt. Jetzt geht es erstmal für mich. Ja, auf dem Weg. Ich wohne übrigens im Monte Carlo Resort. Auch das, hey Leute, Preis-Leistungs-Verhältnis, absolute Spitzenklasse. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Ne? Das war irgendwie, war nicht so teuer. Erinnert mich aber wirklich schwer ans Bellagio. Zimmer sind gar nicht so alt. Alles gut, Monte Carlo. Um Gottes Willen, ich muss ein bisschen aufpassen, ich kann nicht so viel schwätzen. In einem anderen Land zu fahren ist... Es ist nicht so einfach, es ist aber auch nicht kompliziert. Dennoch muss man sich ein bisschen mit den Regeln auch hier abfinden. Rechts abbiegen darf man anscheinend immer, egal ob die Ampel rot ist. Ich bin schon des Öfteren hier gefahren, aber die ersten Tage muss ich mich auch erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ich freue mich, jetzt geht's für mich auf den Weg. Ja, irgendwo in North Las Vegas, glaube ich, ist das, so wie ich das jetzt gerade hier im Navi eingegeben habe. Und zwar wird Fußball gespielt. Keine Ahnung, die Poker-Fußball-Weltmeisterschaft. Ich werde leider nicht mitspielen, aber ich gucke mir das Ganze an. Ich habe gehört, George Stanzer wird spielen, Ismael Boyang wird dabei sein und viele andere mehr. Und ich bin auch gespannt, wer in den internationalen Teams so ist. Und ja, wir sehen uns gleich, wenn ich es denn irgendwann gefunden habe. Ich bin tatsächlich angekommen. Ich habe es gefunden hier, mitten in der Wüste von Nevada. Und ja, ich wollte euch natürlich auch den Anblick des Autos nicht vorenthalten. Das ist er. Süß, ne? Richtig süß ist das Ding. Chevrolet. Weiß gar nicht, was das für ein Modell ist. Es ist der absolute Wahnsinn, ja. Ich weiß nicht. 36 PS schätze ich mal. Spark. Chevrolet Spark. Aber korrigiert mich, falls ich irgendetwas Falsches gerade gesagt haben soll. Ja, ich bin in der Wüste, ich kann nur sagen, ich würde am liebsten, würde ich den ganzen Tag irgendwie Live-Videos übertragen. Es ist einfach, ja,
jedem, der noch nicht hier war, dem empfehle ich einfach mal hier hinzukommen. Übrigens, während ich jetzt auf dem Weg in die Las Vegas, in den Las Vegas Sportspark bin, heute ist mein Hochzeitstag. Vor 2 Jahren, am 4. Juli, habe ich das Auto abgeschlossen. Ich denke ja. Am 4. Juli habe ich hier geheiratet und es ist das große Comeback. Aber das 4. Juli bedeutet nicht nur Hochzeitstag für mich, sondern das bedeutet auch, die Stadt ist überfüllt. Alle Amerikaner wollen feiern. Ja, und wo feiern sie am besten? Natürlich in Las Vegas. Das hat man gestern am Flughafen schon gemerkt. Es wird richtig heute vollgestopft sein. Die ganze Stadt. Gestern schon nur im Stau gestanden am Strip. Mal schauen, wie es heute wird. Jetzt geht's rein. Las Vegas Sports Park. Ich bin gespannt, wer alles da ist. Gegen Norwegen würde Deutschland jetzt gleich als erstes spielen. Die Pokerspieler. Poker-Fußball-Weltmeisterschaft. Bis gleich. See you inside. Was soll ich sagen dazu? Erstes Spiel in Norwegen, 1-0 für Deutschland. Ich bin jetzt drin hier. Ich habe schon während der Fahrt ein bisschen gefunden, dass ich jetzt auf dem Weg bin. Und, okay, so, und jetzt bin ich drin und jetzt muss man den Leuten auch erklären, was hier abgeht. Also unglaublich. Martin Pott übrigens. Martin Pott hier. Moin, moin. Erste, ich glaube, George hat das auch mitorganisiert. Ah, 12-Nationen-Turnier. Übrigens seine Frau hier. Oh, die fiebert mit dir. Mein Lieber, die gibt richtig Gas hier. George, also gerade eingewechselt worden, war auf der Ersatzbank. Ja. Er kennt auch was davon. Habe ich gerade schon bei den ersten Ball. Also ganz geil finde ich hier. Federholz mit dem Schürrle-Trikot. Ich glaube, das macht Eindruck genug. Hier, am Ball. Ah, fehlt was. So, vielleicht muss man auch mal, was geht's denn hier? Ich wusste gar nicht, was hier überhaupt stattfindet. Ja, 12-Nationen-Turnier, 2 Gruppen zu 6 Mannschaften. Und dann die ersten 4 aus jeder Gruppe kommen weiter. Dann gibt es Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und ich glaube, alle sind heiß hier. Ich glaube, das wird ganz spannend heute hier. Aber George muss nachher noch weg. Der ist ja, glaube ich, 3. oder 4. im Chip-Count. Ja, guck mal, wie er rennen kann. Und so dünn sind die Beinchen nicht. Hören wir das. Ja, aber krass, wie wir auch hier. Ja, ist der George wieder draußen. Georgie, alles klar. Und? Anstrengend. Ja, ja. Ja? Also du sagst, was ist ein harter Gegner hier denn? Also eben Uruguay und England, die sind nicht schlecht. Ich glaube, da müssen wir uns auf jeden Fall schon mal. Da muss gut laufen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Um was geht's letztendlich hier? Es geht hier um. Das weiß ich gar nicht. Müssen George mal fragen. Um was geht's denn hier, George? Auf geht's, Adrian. Oh, yes, er ist ja auch wieder der Team-Captain, ne? Das hört man schon raus hier, ne? So. Oh, ja, guck mal hier. Es geht. Servus, alles klar. Kommst du jetzt rein, oder was? Ich war gerade. Wow, schon tschüss. 2 Minuten. Ja. Ist überhaupt keine einzige Schweißperle auf der Stirn. Kommt wir sehen schon, es ist schon. Es wird schon gut. Um was geht's denn hier bei der ganzen Geschichte hier, Josef? Ruhm und Ehre. Was? Oder? Ruhm und Ehre, es ist doch auch gut, ja. Ja, einiges Thomas los. Sag mal dabei, Stefan Schillerhabel. Naja, Thomas Butzer, mal komm mal, hier ist er. Jawohl, Cora. Da ist er. Mein lieber Mann. Also Wahnsinn. Wir sind gespannt, was hier noch passiert. Ihr und du wahrscheinlich auch. Ne? Ja, der erste Verletzte schon hier. Thomas Butzhammer. Mensch, was ist denn passiert? Umgeknickt. Bin von hinten umgestoßen worden und dann bin ich blöd gefallen und umgeknickt. Wer war's? Kein Plan, kenne ich nicht. Mann, aber ey. Super gespielt auch, ihr habt's gesehen. Ey. Du hast ein gutes Gefühl, oder? Nee, wieso? Klar. Ja, also ich habe nicht gut gespielt, die anderen schon. Ich hab das, bist super, war super, super. Weiterhin viel Glück, gegen wen musst du jetzt ran? Ich bin's komplett fertig. Schade, Thomas Butzham. Alles Gute. Glaube ich, wird wahnsinnig, ey. Chris Moneymaker und Theo Jürgensen für Brasilien. Theo, you're playing for Brazil? I am Brazilian. Yeah, yeah. Vamos. Chris Moneymaker für Brasilien. Der Eastgate auch dabei. Ja. Alle da, die Superstars der Szene spielen Fußball. Why not? Jetzt Tobias Hausen hier aus dem deutschen Team auch bei mir. Was steht bei dir hinten auf dem Trikot? Özil, oder was? Ja, warum Özil? Warum Özil? Von letztem Jahr. Von letztem Jahr. Während der Wärme habe ich mir das, glaube ich, gekauft. Kein Fan mehr, oder was, von Özil? Doch, auf jeden Fall. Da war es zu wenig Sterne. Das stimmt. Ja. 3 Sterne. Wie läuft es bei euch beim Fußball? Ich wusste gar nicht, dass du auch so sportlich so aktiv bist. Ja, ist jetzt ganz gut. 1 Spiel gespielt und gewonnen. Also, hat auch Spaß gemacht. Sieht auch ganz gut aus bis jetzt hier. Und um was geht's dann hier? Du, ich hab keine Ahnung. Seid ihr dann Poker, Fußball, mitgefahren. Ja, hoffentlich. Geil. Tobias Hausen, mega Team hier, ne? Und du bist der Beste, sag mal ehrlich. 20 Leute, ist auf jeden Fall in Ordnung. Hier, nebenbei ein paar Sidebats hier am Laufen. Martin, der zieht hier einen nach dem anderen ab hier aus dem Publikum. Mein Leben, ich hab's drauf. War drauf, ey. Wer ist der Beste bei euch im Team? Gute Frage. Wird sich zeigen. Tobias Hausen. Ja, liebe Freunde.
ich habe leider schlechte Nachrichten. Deutschland hat gegen Brasilien, gegen die Brasilianer verloren. Und zwar Theo Jorgensen und Chris Moneymaker, die Ultra-Brasilianer. Aber dafür rückt für mich das Main Event immer näher und ihr seid jetzt live dabei bei der Bellagio Fontäne. Ich danke euch fürs Zuschauen beim ersten Videoblog und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Denn dann melde ich mich direkt aus dem Rio. Bis dahin, euer Jens. Ciao.